zu Hamburg wie der Michel und die Alster. Und ohne Klein Erna wäre Hamburg stinklangweilig. Hier, Frau Wucherpfennig hat zu meiner Mutter gesagt, aus ihr Klein Erna wird noch mal was ganz Großes. Hat sie gesagt. Aber ich will gar nichts Großes werden. Ich bin Klein Erna und ich will das auch bleiben. Ja, und was ich schon von Ärger in die Schule hab, immerzu fragt ausgerechnet mich die Lehrerin, als wenn es sonst keine anderen Kinder gäbe. Fragt sie mich doch, Erna, welche Eigenschaft hat das Wasser? Da sag ich, wenn man sich damit wäscht, wäre das ganz schwarz. Ja. Und dann fragt sie wieder, was kannst du mir von Karl dem Großen und den alten Wänden sagen? Schä, sag ich, von Karl dem Großen kann ich ihnen nur das Beste sagen. Und von den alten Wänden fällt der Mörtel runter. Ja, auch man hat eben immer nur Ärger. Neulich kam ich zu spät in die Schule. Gleich fragt die Lehrerin, warum ich zu spät komme. Schä, sag ich, ich musste den Bock zur Ziege führen. Da fragt die Lehrerin, konnte das nicht dein Vater machen? Nee, sag ich, es musste der Bock sein. Und mit den Kerls hat man auch nichts als Ärger. Die sind so frech. Da fragt mich doch einer, ob ich ihm Modell stehen könnte. Somit ganz ohne und nichts an. Da sag ich zu ihm, ich weiß nicht, ich hab noch nie Modell gestanden. Wissen Sie, was der freche Kerl da sagt? Macht nichts. Ich hab auch noch nie gemalt. Erna, raufkommen, Hals waschen. Wenn es schön ist, gehen wir heute zu Planten und Blumen. Kommt gar nicht in Frage, denn regnet es und ich stehe da mit dem gewaschenen Hals. Und außerdem will ich nicht nach Planten und Blumen. Sei still, wenn Planten und Blumen nicht wär, wärst du auch nicht. Ist doch wahr, immer nur nach Planten und Blumen. Dabei gehe ich viel lieber in Twist shoppen. Letzten Sonntag bin ich auch tanzen gegangen. Da sagt doch mein Vater zu mir, Erna, du gehst heute Abend tanzen. Da muss ich dir einige Verhaltungsmaßregeln mit auf den Weg geben. Du wirst bestimmt einen netten jungen Mann kennenlernen. Aber sieh dich vor, ich war auch mal jung und ich kenne die Brüder. Ich weiß genau, was die von dir wollen. Er wird mit dir nach Hause fahren, dann wird er dir einen Cognac servieren und dann kommt der zweite Cognac. Dann spielt er so ein bis zwei Schallplatten, dann kommt der dritte Cognac. Und da denk an die Worte deines Vaters und trink ja nicht den vierten. Denn dann ist es soweit. Dann wird er sich auf dich stürzen, dann bist du im Erd, dein Vater, deine Mutter, die ganze Familie. Nächsten Morgen habe ich dann zu meinem Papi gesagt, Papi, es war genau wie du gesagt hast. Ich habe einen netten jungen Mann kennengelernt, wir sind zu ihm gegangen, da hat er mir den ersten Cognac angeboten, dann kam der zweite Cognac, dann spielte er so ein bis zwei Schallplatten, dann kam der dritte Cognac und da habe ich an deine Worte gedacht und den vierten nicht getrunken. Und dann habe ich mich auf ihn gestürzt. Jetzt ist er entehrt, seine Mutter, sein Vater und die ganze Familie. Geht dir das denn, mein Dear? Du, wo warst du denn gestern, Jan? Ich war im Kino. Und du? Ich war mit Hannes. Hör mal zu, Erna. So ein gebildetes Mädchen wie du sagt nicht Hannes. Das heißt Johannes. Und dann kam Achim. Das heißt auch nicht Achim, sondern das heißt Joachim. Nun mal weiter. Und dann kam Jokurt. Sei nicht so albern. Warst du heute noch gar nicht zur Schule, kleine Erna? Doch. Doch, aber die Lehrerin hat mich nach Haus geschickt, weil ich angeblich frech war. Das wird wohl auch gestimmt haben. Was hast du denn wieder angestellt? Och, wir haben Grammatik gehabt und da fragt doch die Lehrerin, Erna, welche Zeit ist es, wenn ich sage,
ich werde heiraten. Da hab ich gesagt, höchste Zeit. Mit dir hat man immer ein Theater, kleine Erna. Weil du gerade von Theater sprichst. Ich war am Sonntag in Thalia. Und was hast du da gehört, kleine Erna? Dass sich die Puhmeier scheiden lassen und Frau Tiedemann wieder ein Kind kriegt. Kleine Erna, das meine ich doch nicht. Was hat man da gegeben? Ich hab 10 Mark gegeben. Dumme Dern, ich meine doch, was für ein Stück. Kein Stück, ein 10-Mark-Schein. Es ist zum Verzweifeln. Was haben die Schauspieler gegeben? Gar nichts, die sind so reingekommen. Oh Gott, mit dir ist das das reinste Trauerspiel. Hab ich auch gedacht. Und da hab ich mich so eine richtig bedeckte Bluse angezogen. Und dann war's doch ein Lustspiel. Also Erna, du kannst einen ganz schön fertig machen, du. Dem geht es dir genauso wie Frau Kagebusch. Wer ist denn Frau Kagebusch? Na, die Gemüsefrau von gegenüber. Die treffe ich doch Sonntagmorgen. Sag ich, na Frau Kagebusch, wohin schon so früh? Ja, sagt sie, ich gehe in die Kirche. Was sag ich? Mit einem Stück Speck in der Hand. Da sagt sie, hickidikidikidikid, da habe ich doch das Gesangsbuch in die Erbsensuppe getan. Naja, wir sind heute eben alle so ein klein bisschen durch den Wolf gedreht, weißt du? Stimmt, ich war auch schon beim Psychiater. Psychiater, Psychiater heißt das. Genau, bei dem war ich. Und warum? Ich sagte ihm auch, was mir fehlt. Immer wenn ich so da sitze und vor mich hin denke, werde ich rot. Weißt du, was er gesagt hat, was ich dagegen tun soll? Nee, weiß ich nicht. Ich soll an was anderes denken. Sag mal, Erna, was kratzt du dich ja nicht dauernd? Ich hab einen Floh. Aber doch hier nicht in den schönen Saal, Mensch. Nee, nicht in den schönen Saal. In die Hose. Weißt du, kleine Erna, mit einem Floh in der Hose kriegst du nie einen Mann. Oh, ich möchte aber mal heiraten. Vielleicht den Heini, aber der raucht. Das lass man sein, das wird mit den Jahren immer schlimmer. Oder den Kuddel, aber der trinkt. Lieber nicht, das wird auch viel schlimmer. Dem bleibt nur noch der Fitsche, aber der hat immer mit die Dings. Den immer, du, das lässt mit den Jahren nach. Jean, sing mir doch mal was. Was soll ich dir denn singen? Ach, so was Schickes, Abenteuerliches von deinen Reisen. Aha, das werde ich dir mal was Schönes singen. Nee, nee, du, ich möchte auch mal singen. Was willst du denn singen? Ich möchte gern singen Essa Mussa Wasser. Was das denn? Na, Essa Mussa Wasser. Ja, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Doch, das singen immer die Tenöre in Theater. So? Pass auf. Essa Mussa Wasser. Ah, nur hör mal auf, du. Oh ja, werde ich immer schön was von meiner Seefahrt singen, mein Dirn. Oh, schön. Wir kamen von Jamaika mit einer Ladung rum. Und plötzlich kurz vor England, da schlug es uns fast um. Ein Ungeheuer riesengroß umklammerte das Schiff. Und jedem war's, als säßen wir ganz fest auf einem Riff. Das Ungeheuer schleppte uns hinein bis ins Loch Ness. Und weil uns weiter nichts geschah, da wurde ich gleich kess. Ich nahm die ganze Kiste rum und warf sie in das Meer. Da trank das Biest in einem Zug die ganzen Flaschen leer. Ja, ist denn das auch wahr? Na klar, mein Dirn, na klar. Ist das auch wirklich wahr? Na klar, mein Dirn, na klar. Ja, ja, mein Dirn, das war mein Trick, der Jan, ja, der ist schlau. Das Ungeheuer ließ uns los, denn es war mächtig blau. Doch als wir dann in Hamburg waren, da fiel wir bald um, denn hinter uns da schwamm das Biest und wollte noch mehr rum. Ich sagte, Käpt'n, unseren Rum, haha, den trinken wir. Wir gießen jetzt Petroleum auf das verflixte Tier. Beim ersten Schluck, da wurd's ihm flau, es haute ab aufs Meer. Und da, mein Dirn, da machten wir
die ganzen Flaschen leer. Ja, ist denn das auch wahr? Na klar, mein Dear, na klar. Ist das auch wirklich wahr? Na klar, mein Dear, na klar. Wo willst du denn nur hin? Ich muss nur eben zu einem kurzen Besuch nach Barmbek. Ich komme dann auf dem Rückweg wieder bei dir vorbei. Tschüss, mein Dear. Tschüss. Tschüsschen, tschüsschen, tschüsschen. Och, ich schon wieder Kerbelchen. Kerner, weißt was? Heute gehen wir mal nach Hagenbeck. Was sollen wir denn bei Hagenbeck? An die Eisbären darf ich sowieso nicht ran, weil ich immer so leicht erkältet bin. Ja, das letzte Mal war ich mit Bubi bei Hagenbeck. Da kam Werder vorbei und er führte drei Elefanten. Da sagt Bubi, Onkel, schenk mir so einen Elefant. Da sagt der Werder, Minjong, geht nicht, die sind gezielt. Hier. Aber mit Heini, der was mein Freund ist, mein Fester, mit dem war ich nicht bei Hagenbeck. Mit Heini war ich im Museum. Und da haben wir ein Bild gesehen von dem Picasso oder so. Hier, da sah man oben ein Knie und darunter eine Nase und den kommen Ohr und darunter wieder ein Knie. Nee, der Heini sieht sich das Bild an und dann sagt er, oh, muss das aber ein Verkehrsunfall gewesen sein. Hier, dann haben wir ein großes Gemälde gesehen. Da war ein Mann und eine Frau drauf. Nix an, mit gar nix an. Ich sag, das müssen Adam und Eva sein. Heini meint, nein. Und so stritten wir hin und her. Dann haben wir einen Katalog gekauft und Heini, der durchs Kopf, verwechselt aber die Bildnummer. Und sieht statt 32 im Katalog auf die Nummer 23 und sagt, siehst du, Erna, ich hab recht gehabt. Es sind nicht Adam und Eva. Hier steht, Besuch des spanischen Gesandten bei Königin Victoria. Und bei uns in der Familie gibt es auch immer Theater. Neulich war Mama im Kino. Mit einmal läutet das. Es läutet und läutet. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Papa sieht zum Fenster raus und sieht ein Liebespaar an der Haustür rumknutschen. Und der Mann drückt dabei mit den Rücken gegen den Klingelknopf. Na, mein Vater, ja nun gar nicht faul, nimmt eine Schüssel voll Wasser und kippt sie den beiden über den Kopf. Und nach 5 Minuten kommt Mama aus dem Kino nach Hause. Klitschinass! Ja, und was meine Tante Minna ist, ne? Die andere Tante von mir, also die ist mit einem Seemann verheiratet. Und neulich sagt sie zu mir, Onkel Hans kommt nur 14 Tage in Schau nach Hause. Die ganze Zeit ist er auf See. Da sag ich, oh, das muss aber sehr schlimm sein. Ach was, sagt sie, so schlimm nur auch wieder nicht. Die 14 Tage gehen ja auch um. Und den muss ich immer auf Bubi aufpassen. Und das ist nicht so einfach. Wenn ich mit Bubi Straßenbahn fahren muss, hat er mich schon oft mit seinen dummen Fragen blamiert. Nun mussten wir wieder mal Straßenbahn fahren. Da sag ich zu Bubi, wenn du heute ganz schön brav bist und kein Wort sprichst, dann gib dir Klein Erna die ganze Mark. Na, wir steigen ein, fahren los, alles geht auch gut. Bubi sitzt still und hält seinen frechen Mund. Da steigt eine junge Dame ein und setzt sich uns vis-à-vis. Sehr tief dekolletiert und es gab so allerhand zu sehen. Bubi guckt auf das Dekolleté, mir wird schon ganz heiß. Bubi rutscht immer hin und her und dann hält er das nicht länger aus und sagt, schick auf deine Mark, aber sag mir bloß, wie kommt der Popo in die Bluse? Nee, und wie meine Freundin Christel geheiratet hat, oh, war das ein Theater.
Die haben nämlich während des Urlaubs in einem kleinen bayerischen Dorf geheiratet. Als der Tag der Hochzeit kam, nahm der Pfarrer den Bräutigam zur Seite und sagte, wissen Sie, mein Herr, bei uns im Dorf herrscht eine alte Sitte. Immer wenn die Braut noch eine unberührte Jungfrau ist, läuten wir mit der großen Glocke. Sollte dieses aber nicht mehr der Fall sein, dann müssen wir mit der Kleinen läuten. Da sagt der Bräutigam ganz entrüstet, aber Herr Pfarrer, bei meiner Braut wird natürlich mit der großen Glocke geläutet. Da sagt die Braut ganz verzagt, vielleicht könnten der Herr Pfarrer bei mir mit der Kleinen ganz bisschen dazwischen bimmeln.